Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beef am Dienstag und ich bin dabei mit Silfi. Und wenn ich das schon sage, dann checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal ab, ja? Hey Leute, ich bin Silfi. Ihr dürft gerne meinen Kanal abchecken. Na, noch auch andersrum. Die Leute bei mir, ihr könnt natürlich auch bei Mike vorbeischauen. Aber das Wichtige ist, wir spielen heute eine ganz besondere Combo. Und zwar, ihr wisst ja, Mike und ich, wir sind zwei gut aussehende Männer. Gut aussehen, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank und wir wissen natürlich auch, wie wir mit unseren Bällen umzugehen haben. Hä? Der Bizeps glänzt auch. Ja, das ja so oder so. Na, wir dachten, heute spielen wir mal ein bisschen mit unseren Bällen und so. Von daher gibt es die Syndra-Oriana-Kombo auf der Botlane gegen, egal, Zyra Lane. Oh, nice. Cyrus, wobei. Also mit Level 6, One-Shot, Outplay-Button und so. R drücken. Funktioniert eigentlich. Ich find's auch geil, wir haben Maokai, wir haben Lee Sin, das passt. Echt? Ich seh den Maokai gar nicht. Ja, was ich mag ist, ich hab deinen Players, also der... In Anführungsstrichen neue Channel von dir, ich habe dir mal durchgeguckt. Ich finde das geil, dass du auch teilweise so Erklärungen und Tutorial- und Guide-Videos machst. Zum Beispiel hat er jetzt gezeigt, wie man am schnellsten im Jungle Level 6 wird. Das fand ich auch recht interessant. Moment mal, ich bin jetzt Support, ne? Ja. Okay, Leute, ausnahmsweise bin ich die Schlampe. Ausnahmsweise! Achso, Mike, du hast ja in der letzten Folge hast du eine Sache gelernt, ne? Autorität zeigen und sowas, ne? War das die letzte oder das war die vorletzte? Ich glaube, es war die letzte. Okay. Das und war das nicht die Folge, wo wir verloren haben? Ja, hatten wir, aber wir hatten unglaublich viel Fun. Okay, dann bringe ich dir jetzt was bei. Klug okay. Traden. Nice, also jetzt ganz wichtig, ne? Ab dem Moment, wo wir Level 6 sind, Autorität zeigen. Der Outplay-Button muss ready sein. Okay, ab Level 6. Das ist ab gut. Level 6. Davor, ne, machen wir nur so ein bisschen Pimmel Warte anfechten mal. Und sowas. Was Warum war? Leuchten deine Hände nicht orange? Ja, tun sie doch. Man sieht das bei dem anderen nicht. Meine leuchten bei dir dann auch nicht, ne? Deine leuchten bei mir nicht. Okay, man sieht nur seine eigenen Gebüsch Green. Geh aus dem Gebüsch raus. Nee. Aber ich sehe den Buff auf dir. Siehst du es bei mir? Ich sehe auch den Buff, aber nicht deine goldenen Hände. Lol. Interessant, sneaky. Ey, stimmt, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Hast schon wieder was beigebracht. Meinst du, Graves startet oben oder unten? Warte mal, Lee Sin startet beim Red. Ohne Scheiß, Lee Sin könnte oben starten. Das machen jetzt die meisten Lee Sins hier. Willst du mich helfen? Oh, du Scumbag. Oh, Cyrus, da, pass auf. Irgendwie vor Mike kommt mit dem Blue Buff wieder. Wenn das klappt. Da, ey, das schaffst du nicht. Niemals. Oh, beide getroffen. Jetzt haben sie schon mal Damage kassiert. Holy shit, ja, jetzt hätte ich das Support-Item gebraucht. Warum? Direkt da einmal Gold snacken? So, ich farme so ein bisschen. Kannst du machen. Die Zyra wird uns sehr gefährlich sein. Achso, Leute, ne? Das ist das erste Mal Syndra für mich, also legit. Soll ich dir kurz sagen, wie die funktioniert? QR Gegner tot? Ja. Okay, ich bin Syndra Main jetzt. Machen wir Level 2 oder kriegen wir sowieso vor den, ne? Das kriegen wir eh vor den. Aber kann ich ab da fighten? Oh mein Gott, outtraded! Nice. Hast du Thunder? Ja. Holy shit, ist das einfach! Sogar ich kann das! Hä, du hast auch Thunderlords, oder nicht? Ja. Nehme ich jetzt W oder E mit? Das mit dem Stun. Wobei, du kannst, ist ja eigentlich egal. Kannst beides nehmen. Zum Poken, das andere, wenn wir gleich All-In machen, dann ist der Stun. All-In mit Ori Level 2, Kappa? Ich hab Stun dabei, ne? Oh mein Gott, da saß die Combo. Nice W, Bro. Ey, mein W hat wenigstens getroffen, mein Q noch nicht. Achso. Ah, das mit den Bällen, ne? Mike, du musst dann noch ein bisschen mehr üben in der Bist Hose. Du einer von den apropos Bälle, also das geht so in die ähnliche Richtung. Wenn du. Spielst du aber zu Poker? Nein. Spielst du aber zu Poker? Nein, weil es gibt diese Menschen, die rotieren die Pokerchips in den Händen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist ja, so kann man ja auch die Bälle in den Händen rotieren, weißt du? Warte mal, wie gesagt. Okay, scheiß drauf. Okay. Warte, was hier? Oh, gib mir! Haram, Bruder! Haram, bitte dein Fotos, hast du hier? Oh! Oh, warte mal, ich mach jetzt einen Flash QE, ne? Oh, Leute. Warum hab ich dich geschildert und nicht mich? Ist der gewardet? Ich glaube schon. Ich brauch mehr einen Ball. Okay, warte. Ich hab mein E nicht auf Smartcast, richtig unlucky.
Don't touch my balls! Das geht geil, bei den Kill. So, jetzt bist du wieder meine Schlappe. Hast du Vega Credit? Hä? Ah, alles cool. Ich hab First Blood, ja. No! Gib ihn! Zauber rein! Alles cool! Hier, nimm ihn dir! Ich hab dir beim Last-Sitten! Ja, Mann! Ach, Scheiße! Was kannst du eigentlich? I was distracted, smartass! Ich war kurz voll verwirrt, weil meine E war nicht auf Smart Cast und auf einmal musste ich irgendwie noch links. Ey, Mike! Ja. Ich hol mir jetzt Hextech-Revolver. Ich glaube, das ist nicht dumm! Also für den Burst, das macht jetzt echt guten Burst. Ja, ja. Da einfach ein Auto-Tail machen. Aber wir haben keine Wards. Seit wann haben wir Wards? Sind wir mal ehrlich, entweder wird unser Team inten, ja, oder wir werden 1v9 carryen. Da braucht man keine Wards. Ey, warte, wenn der Lee Sin kommt, you can kill, die haben keine Stumps. Okay. Nice, yes. Sindre hat mehr Bälle, dafür habe ich den großen Ball, weißt du? Oha. Einen großen Ball. Ja, den will ich sehen, ne? Ich nenne dich auch sofort Blue Ball, Mike. Oh mein Gott, der Mensch! Lili, wir haben vorbereitet. Oh mein Gott. Nein! Oh, nice! Oh mein Gott! Diese Lane hat eine gewisse Utility, ich mag die. Ja, besonders die One-Shot-Utility. Ja, okay, das war jetzt kein One-Shot, ne? Nee, war's nicht. Ich hab leider beide eh nicht getroffen auf Syndra. Irgendjemand ist hier. Es ist so geil, ey, weil die Bälle... Oh! Er ist 6. Lee, komm. Oh, Baby! Töt ihn! Ah! Mein Gott, ich hab nicht mal einen Sub bekommen, ich hab keine Mana. Was mit dem? Ist er Faker? Nein, ist er nicht. Ich bin Basen, ne? Pass auf. Okay. Oh mein Gott, ich hab keine Mana. Oh nein, Talia auch noch! Oh, nice! Ey, ich seh schon kommen, ne? Die hassen uns einfach alle. Alles klar. Wir haben... Wie immer! Nice, noch mehr ab. Und nein, das schon. Don't worry. You're reported anyways. Wir sind immer noch vor den Level 6 und das. Sind wir das? Ich glaube schon. Also auf jeden Fall vor der Zyra, das steht fest. Du kriegst jetzt, du wirst 6. Oh, stimmt, ich werde jetzt richtig big. Du wirst big, ne? Der Ball, ich kann dir noch was anderes Großes zeigen, wenn du willst. Wie viel hast du? Ach, eine Wave brauche ich, glaube ich. Ich habe 64, du? 64? 80 oder so. 71. Ja. Läuft bei mir. Ey, Leute, Blue Buff. Das ist gleich mein Blue Buff. Ich hab Exhaust wieder. Warte, haben die denn jetzt auch Exhaust? Ja, die haben sogar vor mir noch Exhaust. Jetzt ist hier eine Ward drin in dem Gebüsch, ne? Zack. Okay, ich glaube, mit der Wave habe ich jetzt mal 6. Ja, let's go, Bruder! Wie viel habe ich? Ori Alive, das stimmt schon mal. 92. Warte, ich glaube, die Zara ist hier drin, ne? Ich glaube auch. Scheiße, ich kann das nicht checken. Warte, ich kann aber hier von der Seite kommen. Ich warte mal den River, ne? Oh, ich hätte Ulti können. Ah, er kann raussliden. Hä? Die ist da nicht drin, ne? What the fuck? Ist sie AFK? Okay, jetzt sind wir 6. Da ist sie. Oh, lol. Hat keiner gesehen. Aha. Okay. Ich kann gleich umdrehen, warte mal. Das ist die Vorbereitung für dich, ne? Lol, okay, ich kassiere voll viel. Ich muss wieder basen. Oh, lol! Okay. Oh! Holy shit, dass deine Ulti ja noch getroffen hat! Easy peasy lemon squeezy. Den bereite ich dir vor, keine Sorge, Bruder. Guck mal, ich nehme ihn sogar mit für dich. Hier zum Gassi gehen. Keine Mana mehr. Ob ich schaffe das mal? Ja, du willst ihn nicht so wieder. Ja. Also das mit dem Last-Hit müssen wir noch üben. Da hat sich keine Chance, wenn du Fähigkeiten benutzt. Hat sie exhaustet? Du wurdest exhausted, oder? Ich glaube nicht. Die habe ich auf Long Range gekillt.
Achso. Du wurdest exhausted bei der Ulti. Echt? Ja. Okay. Das heißt, meiner nächsten ist sie tot. Shit. Wenn ich meinen Dorans verkaufe, reicht es? Nee. Murillo? Leider nicht, ey. 100 Gold zu wenig. Oh, hättest du mir mal nicht diesen Laden geklaut? Mieser Scam. Hallo, geklaut? Ich hab jetzt secured. Oh, was passiert hier? Nimm die Knospe, Lee, dann siehst du, was passiert. Okay. Mach das. Botlane könnte auch kommen. Ach Quatsch, die respektiert meine Autorität mittlerweile. Okay, ich habe in 40 Sekunden Flash und Ulti. Ich würde eigentlich... Einfach so drauf? Ja. Für die Horde! Okay, RIP, Cyrus noch hier. Stimmt, ne? Eigentlich ist Ori sogar gar nicht so schlecht als AD Carry. Weil du hast ja nochmal den extra Damage mit den Auto-Tags. Ich hab mein Ulti. Okay, ich hab meine S3. Ich würde gerne Zyra Ulti, weil Lucian der... Oh. Er hat Hexdrinker, lol! Ey, slow! Das unterschätzen viele, ne? Wenn ihr Orianna spielt, ganz wichtig, dieser Ball, wenn ihr ihn zurück zu euch zieht, das macht auch nochmal Schaden. Und es proc Thunderlords. Ganz genau. Easy Outplay. Ich hatte ehrlich gesagt dasselbe vor, weil schneller. Jetzt mal hast du gesagt, ich hätte einen Ball gegeben für den Support. Ich bin immer schneller mit meinen Bällen. Du kommst schneller vor. Magst du dich jetzt W oder E als zweitens? Den Stun. Okay. Also W ist das, ne? Nee, das ist der E. Das ist jetzt mein Farm. Ich hasse dich. Ey, ich sag's dir, ja, in der LCS, ne, wird man das auch noch sehen. Und danach so beim Interview, woher habt ihr das? Ne, ich muss echt sagen, Orianna auf der Bot geht voll klar. Syndra nicht auch? Weil sie hat immer diese Zone-Kontrolle, wenn der Ball da schon liegt. Hm. Oh, Team! Kriegst du die? Oh, ein Auto-Tag! Outskilled. Die ghostet noch. Du hast sie literally outskilled. So funktioniert das. 5-1. Du bist gut gefeedet. Morellus ist drin. Oh mein Gott, und ein dicker Stab in der Ball-Lane. Was will man mehr? Warte, ich mach gleich ein Outplay, ne? Sei doch vorbereitet. Ich bin bereit. Die Kamera ist komplett auf dich fokussiert. Okay. Ah, mach ich doch nicht. Der hat einen Hexdrinker. Den krieg ich, glaube ich, gar nicht tot. Was hast du für Items? Ah, komm, du hast den Revolver, ist easy. Okay, ich hab aber Ulti erst ein Dingens. Erst ein 10. Ich warte auf dich, okay? Ich mach die Türken nochmal. Er kommt. Oh, das hat schon mal nicht getroffen. Das trifft. Hat der Ulti? Er braucht nur noch sein Ulti. Ist so RIP. Oh! Er kalt mich! Ja. Nein, Hexdrink! Scheiße! Alles gesehen. Oh, der Graves! Feels Batman. Oh, wow, der ist gefeedet. Report my support. He's 11k farming on bot. Mann, Mike, Mann, alles deine Schuld! Ja. Wärst du bei mir gewesen? Ich wünschte, ich hätte dir helfen können, weil die Hilfe brauchst du einfach. Bist du irgendwie Motivator oder sowas? Ist das dein Job? Ich kann gut motivieren, ja. Ah, das bemerke ich. Fuck! Dann los, motivier ihn! Ich hab Bock, motivier Graves! Oh Leute, er will's wissen. Er hat Bock auf dich. Er hat keine Ulti, ne? Mike mit dem insane 1v1! Mit dem Türken 1v1! Ja, warten, bis die Freunde kommen. Okay, Leute, by the way, die Serie Beef am Dienstag, die neigt sich so langsam dem Ende. Wenn ihr noch so eine letzte geile Idee habt, die wir auf jeden Fall spielen müssen, dann haut's auf jeden Fall nochmal in die Kommentare. Ich glaube, zwei machen wir noch, circa zwei oder drei. Von daher, Leute, lasst euch hier das Coolste einfallen, was ihr im Kopf habt. Vielleicht machen wir ausnahmsweise sogar so eine Zion Lee Lane. Haben ja schon relativ viele danach gefragt. Mhm. Oder wie war das? Sion schießt irgendwas nach vorne. Sion Silean Lane. Ja, stimmt, mit den Bomben. Oder Sion Malzahar, das gibt's auch. Mhm. Aber das finde ich mit dem neuen Malzahar nicht ganz so cool. Weil da der gar nicht mal so viel Damage hat wie früher. Zumindest fühlt es sich so an. Will die Talia widerstehen? Gönn dir. Brudi.
Oh, dieser Lee Sin ist fucking Faker. Nein! Q, 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 Q. LOL, der Revolver! Was? Der Graves stirbt schon wieder. Hast du ein Ulti? Oh! Oh. Lee Sin, hit Q, follow Q! Gut! My mind is telling me no! Oh oh! Oh oh! Tank du das! Mike! Nein! Warte, Exos! Warum tankst du das nicht? Ich hab dir gesagt, schlaues Traden! Leute, kennt ihr in euren Rankings diese richtigen KDA-Hunter? Mike ist einer davon. Nee, bin ich echt nicht. Echt nicht? Nee, gar nicht. Warum spielst du jetzt hier einer? Wie wenigstens ist Zaro doch gestorben. Guck mal, dive der mich? Wer? Ja. Nein, oder? Der Lee hat keinen Kick, vergiss das nicht. Fuck me! Leute, du lebst! Oh mein Gott! Easy! Hilf ihm! Oh, ich war nicht gut dran, ne? Fuck. Warte, warte, ich komme, bait ihn. Ich hab keine Ulti, ne? Aber du kannst trotzdem baiten. Ich one-shot ihn, Mike. Mike, ich one-shot ihn, bait ihn, gehen! One-shot ist denn nicht? Mit der Einstellung one-shot ich ihn eh nicht. Der mounted up. Okay, getroffen. Warte, ich hab ich gleich kommt Zara wieder. Oh! Er hat die R! Eine QR! R! Drück R! War auf Kulan! Outplayed, Bruder! Nice. Ich hab doch gesagt, bait ihn einfach, Mike. Du musst mir manchmal. Oh, da scheiße, da kommt Zara. Ich hab Angst vor hier. Pink Ward im Gepäck. Soll ich dir sagen, was Syndra teilweise so OP macht? Dass sie im Laufen casten kann. Ja. Hier ist die Zara. Oh. Okay, ja, die braucht so wenig Mechanics, ey. Die hat auch noch so eine weite Reichweite. Hm. Die ist 0,6, aber ist immer noch so gefährlich. Warte, was hol ich mir noch? Ich hol mir Morello, oder? Wo ist die Zara? Die war hier doch. Die ist abgehauen. Ist sie hier noch? Oh, die war da! Oh, lol, RIP! Get sandwiched, Kid! Ja, die hat Damage gemacht, trotzdem noch. Okay. Angst vor Talia. Hey, du hast voll die guten Stats. Warum hab ich so gute Stats? Mike, was machst du, was ich dich mache? Weiß ich nicht. Ach, du bist doch auch, hast auch gute Stats. Aber du hast bessere als ich. Du gehst mir fremd. Du machst irgendwo anders deine Kills. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ey, dieser Nerf auf der Syndra-Ulti macht sich richtig bemerkbar. Merkst du? Ja. Ich bin aber auch gerade am Tryern hier, ey. Hallo? Ey, die Carry Ori spielt auch nicht zum Spaß. Aber könnte man echt mal ausprobieren. Ich meine, okay, Six ist halt der Tower-Pusher schlechte. Mit Six kann er nicht konkurrieren, aber... Ich hab gerade die Level 11 Talia fast gewonshottet ohne Ulti. Mit dem Revolver. Opi? Mhm. Ja, sie hat geflasht. Hätte sie das nicht gemacht, hätte ich sie umgebracht. So, wo sind die Gegner? Oh, ich komm von hier! I'm coming home. Oh, lol, ich hab nicht mal Assist bekommen. Das wäre so smooth gewesen. Weil du ziehst sie rein, ich drück sie weg und gleich kommt Klett und fickt uns alle. Ich liebe Ludens auf Orianna, so viel Damage. Gerade wenn du Ad bist, ist es ziemlich geil. Ey, warte, lass sie trappen, komm her. Safe Call, irgendeiner will herkommen. Könnte klappen. Hier ist ein Pink Ward, das ist ein guter Spot. Ist ja auch meine. Ich würde überlegen, dass wir vielleicht sogar hochgehen. Okay, er ist oben. Aber lass auch noch oben. Wir können sogar eventuell die Talia gleich irgendwie holen. Was meinst du, wo geht die lang? Warte, lass mit der Pflanze rüber. Oh, Baby! LOL, diesmal kam ich nicht ran. Outskilled. Das war nur R. Nee, QR. Ja, es war QR. Ich hab nicht mal Autotech mit dem Revolver gemacht. Das ist so krass, ey. Jetzt die machen Drake. Motherfucker. Syndras Topside, ne?
Oh, nächstes Mal wirst du ein Lucian. Ich hab nicht mal Ulti, komm, das schaffst du. Lol, oh mein Gott, dieses Scheiß. Sie hat mich auch. Was? Sie hat dich bekommen? Ja, ich hatte halt fast gar nichts mehr. Sie hat geflasht und Exhaust benutzt. Ja, die war. Okay, Flash Exhaust. The true definition of getting outplayed. Ich denke sogar darüber nach, mir. Soll ich mir auch einen Loons holen? Kein Double Kill. Oh lol! Oh, Mike, das 1v1. Das Exhaust ist drauf. Q, W, noch ein Auto-Tag wird er schaffen. Oder wird er wegflasht, erste Pussy? Ja, sonst hätte ich ja die Graves-Ulti genommen. Sollte sich renamen auf Mr. Pussy AP. Das geht ja mal gar nicht. Ach, der Sefi. Dafür mag ich ihn. Weil er einfach nur Stuss labert. Weil ich nicht flame? Ich bin gut im Flame. Oh! Ja, Mann! So funktioniert das, Alter! Nice, dein Return-Kill. Hast du das gesehen mit dem Ludens-Proc? Oh, nee, leider nicht. Sexy, ey. Aber Leute, das ist ein Grund für euch, auf die Channel zu gehen von Mr. Mike AP und sich sein One-One anzugucken. Klick geht auch zu Sefi rüber. Ey, das wird mir erst nicht so einfach. Ich könnte mir den Finger verstauchen. Das ist echt wahr. Ich weiß noch, ich hab meinen Gameplay zu Sindra gebracht und hab gesagt, Sindra ist zu einfach zu spielen. Da meinten die Leute, dann gab es wieder diese Spezialisten, ne, Sindra ist voll schwer. Ja, du musst Q machen und er. Der Q muss aber nicht mal treffen. Ich habe gestern auf dem Smurf-Account Gameplay gespielt gegen Sindra, ne? Mhm. Sie hat keinen ihrer Spells getroffen und hat mir trotzdem mit der Ulti 70% meiner HP abgezogen. Ja, wenn die einmal ein bisschen ahead ist. Die war ja nicht mal ahead. Ja, nicht mal das. GG. Keine Ahnung, das ist so ein komplett dummer Champion. Ja, eigentlich würde ich sagen, wir sollten jetzt irgendwas finishen. Botlane zweiten Tower holen, was denkst du? Ja, wir können einfach Botlane pushen. Schau dir mal an, was sich der Lucian straight up geholt hat. Wer? Der Lucian. Hat er noch ein MR-Item? Er hat sich Morb halt fertig gekauft. Oh, Talia! Warte, ich mach Spooky Ghosts. Spooky! Spooky Ghosts. Warte, ich komm von unten. Warum ist sie abgehauen? Ich hab keine Assist bekommen? What? Spooky Ghost Game. Ach, weil sie sich nicht bewegt hat und somit nicht geslowt war? Warte, kann sein, dass Spooky Ghost genau vielleicht vor ihr aufgehört haben? Oh, das kann sein. Oh, unlucky. Wir uns gegenseitig ja auch keine Kills gönnen hier. Doch, tu ich, aber ich wollte mir den Assist gönnen. Achso, bist du gerade auch geflasht? Ich hab nicht geflasht, ne? Achso, okay, das war ich dann. Dame Lucian, er will doch nur League of Legends spielen. Oh nein! Oh mein Gott. Du glaubst es nicht, warum ich gerade keinen Support bekommen habe auf Maokai. Warum? Guck mal, ich hab gerade meine E auf ihn gecastet. Ja. Während die E flog, hat er sein W benutzt und dadurch kam die E nie an. Lol. Unlucky. Er hat quasi mein Spell gedodged. Lol, ich wusste gar nicht, dass das geht. Krass. The more you know? Also, ja, macht Sinn auf jeden Fall, ne? Der Scheiß klärt ist von der Seite gekommen und hat mich noch gesnackt. Leute, unser Lee ist 15-6. Ja, der tobt sich auch aus. Ich habe heute mit Gilius in Rank gespielt. Dem Banausen. Ist Gilius nicht in NA? Also, der hat auf jeden Fall mit uns heute ein Game gespielt. Das ist aber auch ein Smurf-Account. Achso, okay, das kann sein. Also, ich weiß, ist Gilius gerade in NA. Spielt da irgendein Challenger-Series-Team? Was mir auffällt, Sindra sieht eigentlich voll cool aus. Ich hab auf der Gamescom vor 2 Jahren mal so eine Cosplayerin gesehen, ne? Die hat Sindra gemacht. Die hatte nicht nur Bälle in der Hand. Vertrau mir, Bruder. Die hatte noch 2 andere schöne Bälle. Ich weiß auch noch, ich hab da nämlich ein Foto mit ihr gemacht, ne? Und auf dem Bild hatte sie richtig riesige Augen. Och nö, och nö. No. LOL. Mitgenommen. Nice. Der Lee gönnt sich einfach weiterhin. Oh, nein, der gönnt sich nicht. Was macht der Lee? Das ist so unlucky für die gewesen. Ey, der hat richtig Fun, der Junge, ne? Mhm. Oh. Ah, der Sindra safe. Easter. Hat den Fett auch. Graves gegen Maokai, den gewinnt. Das sagt der Maokai. Er hat
Der Graves. Ja, der Graves sollte ihn ficken, oder? Oder haben die da ein insanes 1v1? Insanes 1v1. Oh, jetzt nicht mehr. Mensch gegen Natur. Jetzt holt die. Oh, bitte. Was? Das hat nicht gereicht! Und der Hexstreak ist gebrochen. Oh mein Gott! Ich kann ihn holen. Gönn dir. Ich komm gleich hin und mach Blue Chicken. Soll er outplayt dich. Mike, er outplayt dich. Wieso? Leute, er outplayt dich ja wirklich. Oh mein Gott! Holy shit! LOL! Holy shit! Ey, das hat er echt gut gemacht. Er hätt's verdient. Er hätt's auf jeden Fall verdient. Ich wollte ihn aber auch nicht exhausten, da war ich. Ja. Also das mit den Skillshots, also wenn du willst, das kann ich dir auch mal beibringen, ne? Du kannst mir das beibringen, der Skillshot-König? Ich bin der einzig wahre Skillshot-König. Ich treffe meine. Spiel ich auf Skillshot-lastige Champions? Ich glaube nicht. Was spielst du denn? Ach so, Gangplank. Nee, also auf dem Main bin ich jetzt Kale One-Trick. Und auf dem 1 Smurf bin ich Gangplank One-Trick. Aber generell, ich spiele echt keine Skillshot-lastigen Champions. Da ist noch die Talia. Ah, ich muss back, ich bin zu low. Oh, Leute, Lucian ist top. Ja, 1 vs 1 gegen ihn. Du hast noch Ulti, ne? Es reicht eigentlich. Er hat Maw. Hast du schon ein Dings? Oh, er weiß, dass ich hier bin. Ich will mir jetzt gerade Dings kaufen. Das schaffst du nicht. Aber Lee kommt. Bait. Ja, du kriegst keinen Support. Ist ja egal. Hauptsache er stirbt. Der Junge darf keinen Spaß in League of Legends haben, während er gegen mich spielt. Okay, jetzt habe ich Void Stuff. Lass mal jetzt gucken, dass wir enden können. Ja, das war eine gute Idee. Top. Ja, aber ich gehe noch kurz auf meine Base. Wegen Leben und Void Stuff. Fucking Level 13. Die Botlane von der Gegner ist 3,22. Der Lee Sin, ey. Der kennt nix. Lass einfach hier den Inhib nehmen am besten. Gut, ich komm dann. Ich muss echt sagen, ne, dieser Revolver hat eigentlich so viel Damage. Ohne Scheiß, auch wenn man zum Beispiel auf einem Corki direkt einen Revolver hat. Das ist gar nicht mal bad, ne? Wie viel Damage macht der Revolver? 103 jetzt gerade. Also es ist jetzt nicht mehr so viel, ne? Aber in den Early Levels, dieser extra 60, 70 Damage, das macht voll viel aus. Woher geht der rein? So, jetzt kommt Baba. Entkommen! Let's go! Orianna ist so cool, ey. Die ist so geil. Oh, ist das noch Assist? Oh. Ne, ist es nicht. Kommt ein Ulti. Er ist low. Gut. Ja, Mann. Ouch. Geil, ey. GG, well played. Ja, hoffentlich. Du hast voll die guten Stats. Ah, wobei am Farm hätte man noch ein bisschen arbeiten können. Du hast voll viele Kills und sowas. Die Ball-Kombo. Ich wusste, ey, das war gut. Das war ein richtig gutes Game. Ich wusste, dass die Bälle-Kombo bei uns funktioniert. Das war eigentlich schon obvious. No Hobo. Und läuft. S ist dabei S minus. Du hast sogar ein S. Okay, Leute, nochmal hier der Hinweis. Ne, schaut, wenn ihr Bock habt, auf Sevis Kanal vorbei. Und ansonsten schreibt nochmal die letzte coole Idee für die letzten Games. Das wäre auf jeden Fall nice. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Haut rein, Leute. Tschüss.